Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet. Ja, gesagt, getan. Ich habe den V-Bus-Simulator rausgekramt, um euch mal zu zeigen, ja, mit was wir früher so gespielt haben. Und tatsächlich hatte ich probiert, ein Video zu bekommen von dem Bus-Simulator 2008, hier so hieß er damals, aber alle Videos, die du hier auf YouTube findest, die sind halt alle super ruckelig. Also ich glaube damals das Spiel, das lief nie flüssig. Deswegen dachte ich mir so, okay, komm, dann schauen wir uns heute den V-Bus-Simulator an. Denn dieser, Leute, ist mittlerweile 19 Jahre alt. 19 Jahre alt ist er, der V-Bus-Simulator, und zählt damit zu den, ich glaube, zu den dritten Bus-Simulator, den es überhaupt gab. Und dazu muss ich mal sagen, ich muss mich ja eigentlich entschuldigen. Ich hatte ja damals in dem Let's Play gesagt vom Bus-Simulator, dass es ja das erste Spiel ist, welches auf der Konsole erschienen ist. Falsch. Denn damals hatte die Sega CD schon ihren ersten Bus-Simulator mit dem Titel Desert Bus. Das muss so um 86, 87 muss das Ganze erschienen sein. Das war damals das erste oder der erste Bus-Simulator, den es damals für die Konsole gab. Und gefolgt wurde das Ganze dann von dem Tokyo Bus Guide, der damals für die PlayStation 2 erschienen ist. Und danach kam der V-Bus-Simulator. Also zählt der hier zum dritten Simulator. Und ihr seht es natürlich an der Optik. Ja, also wir müssen, Leute, ich muss hier nicht schön reden oder sowas. Ne? Also das muss man nicht schön reden. Aber ich fand, das habe ich damals gespielt. Das war meine Bus-Simulation gewesen. Ich hatte ja auch den Bus-Simulator mal angetestet gehabt und später dann mal. Aber das war irgendwie alles nicht das Wahre. Es war nicht rund und es waren fiktive Busse und das war alles furchtbar langweilig. Und mit dem V-Bus-Simulator haben wir die Möglichkeit, originale Busse zu fahren. Ihr seht es jetzt, wir sind hier gerade mit einem MAN unterwegs, mit dem Lion City, der das Ganze mit einem polnischen... Ja, mit einem polnischen, achso, Nummernschild. Das ist schon ein bisschen interessant, aber wir können es natürlich ja hier auch richtig bewegen, ja. Das ist zum Beispiel so der Innenraum hier, den wir hier haben. Es ist natürlich, schon sehr, sehr altbacken. Ich glaube, die Auflösung liegt hier bei Full HD, was ihr hier auf, also spielen könnt und alles was. Also das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes mehr, dadurch, dass das Ganze hier so ein bisschen krass gestreckt wird. So, wenn wir uns mal hier unseren Dashboard mal ein bisschen anpassen, und jedes Dashboard, jeder Bus sieht auch komplett anders aus, ja, das kann ich jetzt schon sagen. Achso, wir haben hier eine getrennte Tür, ja, seht ihr hier, das ist so eine relativ coole Sache. Ja, dann machen wir mal. So, wir sind soweit fertig, Licht an, ab zur ersten Haltestelle. Aber bevor, ich muss leider den Ton ein bisschen leiser machen, weil das ist doch ein bisschen sehr laut. So, wir haben oben, hier oben, achso, ihr seht meinen Mauszeiger gar nicht, oder? Doch, hier. Hier oben seht ihr einen Pfeil, ja, in die Richtung müssen wir jetzt fahren. Hier unten links haben wir nochmal so ein bisschen kleinere Informationssachen, wie zum Beispiel, ja, wie der Bus fährt, ob wir Licht anhaben, ja, wie viel Umdrehung gerade dabei ist, wie schnell wir fahren. Und wir sehen hier unten einmal eine grüne Zahl, eine blaue Zahl und eine rote Zahl. Die rote Zahl zeigt an, wie viele Leute jetzt gerade an der nächsten Haltestelle warten. Grün bedeutet, wie viele Fahrgäste wir im Bus haben. Und die blaue bedeutet, wie viele wollen aussteigen. Also, das sind so die Zahlen. Hier seht ihr die Menschen. Und ja, die wollen natürlich jetzt hier alles einsteigen. Dann wollen wir sie mal reinlassen. Und zwar, indem wir die Türen öffnen, die vordere. So, der Bus geht auch. Ihr habt gesehen, ne? Der Bus geht schon runter. Also die waren damals 2000 schon so weit gewesen, ja, dass der Bus Kneeling hatte. Das hatte nicht mehr der Bus-Simulator 2008.
in seinem Spiel integriert. Ja, aber V-Boost-Simulator hatte das. Es gibt neben den ganzen Simulatoren, die wir hier haben, also neben den MAN Lion City, gibt es hier so unglaublich viele Busse. Es ist Solaris mit bei, es ist Citaro mit bei, es ist Volvo mit bei, es ist haufenweise MAN-Zeugs ist mit bei. Und es gab halt damals eine riesen Latte an Modbussen, die man runterladen konnte. Und das war für mich damals ein absolutes Highlight gewesen, warum der Bus-Simulator ja zwar grafisch ordentlich Abstriche machen musste. Ich, wie gesagt, ich brauche hier, das ist kein Geheimnis, ich brauche euch jetzt hier nicht zu vorschwärmen. Hübsch ist auf jeden Fall anders, als wenn man sich gegen Omsi anschaut oder eventuell sogar Lotus. Ja, dann sind das himmelsweite Unterschiede. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, ja, das sind halt 19 Jahre. Ja, und das war so die Simulation gewesen, die ich damals als Jungspund gespielt hatte und lieben gelernt habe. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, jetzt haben wir unten links zwei wollen einsteigen, zwei wollen aussteigen, also müssen wir hier dementsprechend beide Türen natürlich öffnen, damit sie ein- und aussteigen können. So. Wir haben hier zudem noch die Möglichkeit, dass wir uns hier so einen Vorbus-Elektronikplan hier anzeigen lassen können. Grumbach Hauptbahnhof, Gewerbepark und wir sind jetzt schon zu spät. Hier seht ihr, 15.04 war ich ja natürlich immer viel Laber und alles sowas. Ne? Hätten wir jetzt schon längst weiter sein müssen. Museumstraße wäre jetzt eigentlich schon unser nächster Halt. Das werden wir jetzt wohl alles nicht hinbekommen. Und ich kann das anlassen, sollte ja nicht schaden. So. Dann haben wir jetzt nämlich Gewerbepark. So, nächster Halt, Gewerbepark Mitte. Ich glaube, es gab sogar Ansagen. Es gibt sogar, das ist die Standard-Map, die dabei ist. Grumbach, so nennt sie sich. Dann gibt es noch ja, eine Übungsmap, die man fahren kann. Und ja, dann gibt es natürlich noch ein paar extra Strecken, die man halt noch fahren kann, wie zum Beispiel München, glaube ich, war mit dabei gewesen und Nürnberg oder sowas, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Ja, von daher muss ich da passen, aber es gab auf jeden Fall was. Wir können hier das Wetter einstellen, ja, ob es jetzt nun Mittag ist oder nachts ist, ob ja, wir fahren wollen in im Sommer, im Winter, Herbst oder sowas. Also auch das könnt ihr hier ganz normal einstellen. So, nächster halt Südbahnhof. Aber hier ist zum Beispiel ein Bus, sehe ich gerade. Da sieht man die Passagiere nicht drin. Gehen wir gleich in einer anderen Ansicht. Weil normalerweise sieht man diese denn auch, wie sie im Bus sitzen. Oh. Wir müssen unter 7 Meter kommen, damit das Ganze passt hier. Ne, stimmt. Also wir haben einen Bus leider gerade genommen, der uns nicht anzeigt, wie die Leute hier drinnen sitzen. Also da gab es halt noch Unterschiede zwischen den einzelnen Modbussen, die es hier so gibt. Ja. So Omsi spielen ist eigentlich teilweise echt nie möglich, weil du ja halt immer hier irgendwelche Leute hast oder sowas. Aber das ist schon mal schön, mal so eine Kameraperspektive so zu sehen. Ach, der V-Bus-Simulator, da werden Erinnerungen wach, Leute. Wahnsinn. Ich habe den damals so gesuchtet. Mein Vater zum Beispiel hat nie verstanden, warum ich das Ganze hier überhaupt spiele. Ich fand diese Thematik schon von Anfang an ziemlich nice. Und das ärgert mich heute immer noch, dass ich halt kein Busfahrer werden kann. Ich werde zwar immer wieder versuchen, ja, mehr als ablehnen können sie mich eh nicht. Aber es ist ärgerlich. Also es fing schon wirklich sehr, sehr früh an. 2000, oh mein Gott, wie alt war ich da? 14? Also das ist wie gesagt, damals hatten wir kein Omsi oder sowas, da musste man sich so ein bisschen selbst zu helfen wissen und wie gesagt, der Bus-Simulator, der dann 2008 erst erschienen ist, ja, der war halt so heftig von der Performance gewesen, ja, dass eigentlich kein Rechner stammen konnte. Ich weiß nicht, was der Entwickler da gedacht hatte. Es war technisch einfach nicht möglich gewesen, das Ding sauber zu spielen, ja. Und deswegen
musste man sich dann so ein bisschen zu helfen wissen. Also es gab ja dann noch den Train Simulator von Microsoft. Ne? Der war auch noch ziemlich okay. Also, was ist okay? Der war geil. Nichts gegen den Microsoft Train Simulator. Aber wie gesagt, so im Bus-Simulationsbereich warst du eigentlich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Da hattest du eigentlich in der Regel kaum Alternativen. Aber V-Bus hat es irgendwie geschafft, dass ich mich da eigentlich wohlfühle. Wie gesagt, zumal wir dann hier auch die Möglichkeit hatten, dass es hier auch wirklich echte Busse gab, die halt so zu der Zeit rumgefahren sind. Halt, ne? Also sind natürlich noch neuere Busse bei. Und die letzte Version, die ich mir jetzt besorgt hatte, die ist schon ewig alt. Also ich glaube, da wird auch nichts mehr passieren. Die Entwicklung wird wohl eingestellt worden sein. Auch die Website, die ist ein bisschen tricky. Also da passiert nichts mehr. Aber klar, in Zeiten mit Lotus, Omsi und sowas würde ich wahrscheinlich hier auch nichts mehr dran machen. Aber es war auf jeden Fall eine coole Zeit gewesen. Die hatte mich damals sehr, sehr angesprochen gehabt. Und ihr seht es hier in Krumbach. War es schon absolut schön gewesen. Ach so, blau ist übrigens Ausstieg, nicht Einstieg, sondern rot ist Einstieg. Ja, macht Sinn, ne? Aber Lübbers hatte ich auch. Ich weiß gar nicht mehr. Ist wurscht. Ja, dann wie gesagt, viele verschiedene Busse. Es war sogar schon möglich gewesen, hier mit Gelenkbussen zu fahren. Also das war halt auch schon mit dabei. Wir wollen es ja mal vielleicht mal bei Zeiten ja mal anschauen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja gerade den Metro-Simulator neu für mich entdeckt habe, dachte ich mir so, schauen wir uns den Ganzen mal an. Sonst ist natürlich hier eine Haltestelle. Jetzt haben wir eine bestimmte Haltestelle ausgelassen. Nö, irgendwie auch nicht. Ja, das war komische Linienführung. Alles klar. Hier will keiner aussteigen, denn so, dann will man anhalten. Ja, wie gesagt, also das war, wie gesagt, hier alles schon mit inbegriffen gewesen. Wie gesagt, es ist kein Highlight. Ich brauche, wie gesagt, auch nichts wirklich hier anderes sagen. Ich meine, ihr seht es doch selber, aber hey, dafür lief es flüssig. Dafür lief es flüssig. So, 24 wollen aussteigen, 31 wollen einsteigen im Hafenmuseum. Sogar schon einen Flugplatz gehabt hier. Oh, da haben wir auf jeden Fall Menschen mitgenommen. So, jetzt erstmal alle aussteigen lassen und dann 31 Fahrgäste wieder rein und dann geht's weiter. Ja, also das, wie gesagt, Leute, ist der V-Bus-Simulator. Ah, mein Gott, da werden Erinnerungen wach. Ich weiß nicht, warum ich so auf Nostalgie stehe, bin ich voller Fan von. Bin ich ein voller Fan von. Und so vom Modelltechnik her muss man sagen, sehen die nicht wirklich anders aus als wie heute von Omsi und Co. Ja? Auch das mit der ganzen Steuerung, das hat halt so stark an Omsi 1 damals erinnert. Ja, dass es halt auch so ein bisschen schwergängig war, alles und das mit dem Zurückschlagen des Lenkrads. Ich habe es ja nie probiert, ob das Ganze mit dem Lenkrad funktioniert. Aber ich finde halt, ich habe mir das schon relativ gut mit der Tastatur eingeprägt, ja, dass das Ganze eigentlich relativ gut funktioniert hat mit der Tastatur.
Der erste Start ist halt immer ein bisschen kompliziert. Erstmal die ganzen Tasten wieder zurechtfinden und so. Aber wenn du die Taste gleich wieder drauf hast, dann geht es auch sofort wieder los und du bist sofort wieder drin. Ja, du bist sofort wieder drin. So, 280 Meter. Ja, fahren hier halt immer an Haltestellen vorbei, die man hätte alle abholen können. Ach, komm, zu. Zu die Türen. Ab zum Kunstmuseum. Da waren wir ja schon mal. Ich glaube, jetzt geht es zurück, ne, zum Hauptbahnhof. Ach ja. Gerne in die Kommentare, ob ihr damals den V-Bus-Simulator gespielt habt, ob ihr davon überhaupt irgendwas mal gehört habt oder wusstet, dass dieser noch existiert. Den könnt ihr euch heute übrigens immer noch runterladen. Der ist immer noch auf der Website erhältlich. So wie gibt's halt Starter-Packs dafür. Da könnt ihr euch dann halt direkt Starter-Pack mit dem Bus runterladen, der halt schon mit dabei ist. Und sonst müsst ihr euch dann halt die Busse, die noch verfügbar sind, manuell noch hinzu installieren. Wie gesagt, auch sowas gab's hier schon, ja, so. Also das ist, kannst du mir sagen, was du willst. Klasse. Ach ja. Das war 2000. Es ist so lange her. Und ich weiß noch, die Übungsmap, damals musste man das halt auch alles wieder perfekt einstellen. Und wenn du damals ein bisschen so Nobody warst und nicht wusstest, wie es mit dem Computer umgehen muss und alles was, ja, da war es dann tatsächlich ein bisschen schwer gewesen, das Ganze halt dementsprechend einzustellen. Aber das hat irgendwie alles funktioniert und dann lief das halt auch alles. Nächster halt Südbahnhof. Aber wie gesagt, so Vorfahrtsschilder, Ampeln oder sowas. Obwohl, meiner Meinung nach, Ampeln existieren hier auch. Wahrscheinlich nicht so, ja, wie heute, so, ne? So, wir wollen nur Leute, die mitwollen. Alles einsteigen. Aber ihr seht, die Menschen ploppen weg, die sind dann im Bus drinne. Normalerweise sieht man es denn. Und dann, ja, hier ist jetzt dieses ganze Geflacker, ne? Das war schon was. Aber das ist alles kostenlos. Auch wie gesagt, der Metro-Simulator war auch der V-Bus-Simulator kostenlos gewesen. Also die konnte man sich kostenlos runterladen. Meiner Meinung nach ist es sogar Open Source oder sowas. Also irgendwer, wer da Bock drauf hat, der kann sich dem annehmen und kann das wahrscheinlich weiterentwickeln. Aber ja, wahrscheinlich wird diese Engine, die hier benutzt wird, gar nicht mehr benutzt. Das ist halt von 2000.
Aber ja, nutzt doch mal eure Kommentarfunktion. Ja, also ich bin mal auf eure Reaktion gespannt. So ein Motto, so was habt ihr denn früher gespielt? Darf doch nicht wahr sein. Ach, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Was hast du dir den Verkehr noch vorgestellt? Hast du denn so simuliert, dass du hier im Stau stehst? Und was weiß ich, ja? Das. Ich fand sowieso, früher hast du sowieso mehr Fantasie mit dem Kopf gehabt als wie heute. Da wird dir alles vorgegaukelt, vorgeschrieben und alles sowas, ja. Damals hattest du noch Fantasie. Ja, kam wieder aus der Ecke raus und ja, musstest du ausweichen und was. Was weiß ich hier. Ach, klasse. Also hier ging es halt wirklich nur ums Fahren, ja. Um mehr ging es hier einfach nicht. Um mehr ging es hier einfach nicht. Aber wie gesagt, das wollte ich euch mal zeigen. Vielleicht werde ich mal noch so die eine oder andere Folge mal noch aufnehmen. Ich muss euch unbedingt noch ein paar andere Busse vorstellen. Nein! Oh. Mist, wir sind falsch gefahren. Dann, hoppala, nochmal hier lang. Und nochmal hier lang. Und nochmal nach rechts rum. Und jetzt geht's nochmal nach rechts rum. Aber scheinbar Ampel gibt's wirklich nicht. Mysteriös. Ich hatte irgendwie Ampeln in Erinnerung. Aber naja, gut. So ist es halt. Und ja, jetzt lassen wir sie aussteigen. Das ist auf jeden Fall der V-Bus-Simulator, Leute. Also jetzt habt ihr mal im Real Life gesehen, wie das Ganze hier so ausschaut. Ja, nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktion, was ihr da jetzt zu sagt oder sowas. Und falls ihr Bock auf Nostalgie habt, wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut's doch da gerne mal vorbei. Wie gesagt, ein Bus-Simulator für lau. Das sollte jeder können. Und natürlich muss man sagen, ja, auch wenn er so grottig aussieht, wie jetzt wahrscheinlich der ein oder andere sagen würde, der läuft auf jedem System. Er läuft auf jedem System in flüssigen 60 FPS und in Full HD. Also da kann der schlechteste Rotzrechner herkommen. Das Ding wird laufen, das garantiere ich euch. Und ihr habt halt eine Riesenauswahl an Bussen und so die ein oder andere Karte. Mehr braucht man doch eigentlich gar nicht, um das Ganze so zu spielen. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein, mich würde es interessieren. Und wir sehen uns dann ja, zu einem weiteren Video wieder, wenn es weitergeht, hier auch bei uns auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, ciao, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten. Tschüss!